Kripo wird wegen des Verdachts auf eine Körperverletzung zu einem Thermalbad gerufen. Heute an der Seite von Kripo-Kommissar Klaus Schäfer, Schutzpolizist Michael Smolik. Ja, da steht der RTW. Da muss es sein, okay. Ja, Kollege Winks. Michael Smolik durfte die letzten zwei Tage bei uns in Zivil mitarbeiten, bei der Kriminalpolizei, die generell nur in Zivil arbeitet. Bis auf Ausnahmen in Führungspositionen, da muss dann derjenige auch Uniform wieder anziehen, damit man ihn als Polizei erkennt. Aber Herr Smolik durfte mitarbeiten, weil er ein guter Polizist, Schutzpolizist ist und auch gerne zur Kriminalpolizei wechseln möchte. Und da wir zurzeit einen auswärtigen Einsatz hatten mit unserer Kriminalpolizei, wo sie abgezogen worden sind, war das die ideale Chance, ihn einfach mal reinschnuppern zu lassen. Wir haben eine verletzte Person, eine Dana Kreuz mit Schnittverletzungen. Es sieht also nicht aus, als wenn das Zufall ist. Wir haben noch weitere Glasscherben gefunden. Ach, spring ich mal hoch. Mit Glasscherben oder was? Mit Glasscherben. Im Schwimmbad. Keine Waffe oder? Nein. Also es sieht nicht aus, als wenn das eine Flasche wäre, sondern als wenn die extra gelegt wurden. Scherben gelegt wurden, oder was? Die Beamten ermitteln, ob die Scherben absichtlich platziert wurden. In dem Fall liegt eine Körperverletzung vor. Sie verschaffen sich einen Überblick über den Tatort und die Verletzungen der jungen Frau. Hallo, geht der Polizei? Hallo. 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 Michael, mein Name. Was ist denn passiert? Ja, das sieht ganz schlimm aus. Ja, die ist schwimmen gewesen. Du bist in Scherben getreten oder so? Ja, ich bin in eine getreten, auf einmal bin ich gefallen in alle rein. Wo lagen die Scherben? Auf dem Boden. Auf dem Boden. Hier, wir haben einen ganzen Beutel gefunden hier. Die Kollegen von der Schutzpolizei haben im Vorfeld schon Glasscherben festgestellt. Und zwar diese hier, die waren im Becken und drumherum verstreut. Das ist natürlich gerade im Schwimmbad sehr, sehr gefährlich. Viele sind barfuß und da schneidet man sich ganz schnell. Deswegen eine ganz gefährliche Sache. Die lagen da versteckt. Versteckt? Und dann in da im Wasser haben wir auch noch mal hier ein ganzes Paket. Also keine Flasche umgefallen? Warum liegen hier Scherben rum? Lagen die einfach so rum oder was? Nein, die waren im Wasser, die Scherben. Sie sind die Mutter von ihr? Ja, meine Tochter. Waren Sie die ganze Zeit hier? Ja, meine Tochter ist Sportlerin. Ja. Oh, geht gar nicht. Also ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Wer sind Sie denn? Ich bin Martina Zöllner. Guten Tag, hallo. Ich bin die Besitzerin von der Therme. Das Wasser wird regelmäßig kontrolliert. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Michael Smolik fordert die Inhaberin auf, das Schwimmbad sofort zu schließen. Klaus Schäfer ist derweil ein junger Mann aufgefallen, der sich äußerst merkwürdig verhält. Ja, was haben Sie jetzt? Was haben Sie jetzt? Was haben Sie jetzt? Also, Frau Barber, das ist der Exmann. Wer war das? Klaus, ich glaube, ich kann nicht schwimmen. Nur weil ich über den Tier war. Doch, wer war das? Die Polizisten können trotz ihres beherzten Eingreifens nicht verhindern, dass der junge Mann Wasser in die Lunge bekommt. Aufgrund seines fluchtartigen Sprungs vermuten sie, dass er der Scherbenattentäter ist. Auch ein Zettel macht ihn verdächtig. Kannst du das lesen, was da draufsteht? Ich mach dich fertig, Schlampe. Was heißt das? Ich mach dich fertig, du Schlampe. Erzähl es mir, komm. Gut atmen. Ja, beruhigen Sie sich erstmal. Sie sind jetzt im Trockenen und dann erklären Sie uns mal, was das hier ist. Muss ich erstmal beruhigen, ne? Ja, ich glaube, das wird nichts. Der muss jetzt ins Krankenhaus. Ist nicht deiner. Das ist nicht deiner, aber den hast du in deinen Mund gesteckt. Der junge Mann hatte einen Zettel dabei, wo drauf stand, ich bring dich um, du Schlampe, oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall eine Drohung gegen dieses Mädel. Und ob er nun derjenige war, der den Zettel geschrieben hat, das werden wir jetzt im Nachhinein ermitteln müssen. Warum hast du ihn denn in den Mund gesteckt? Ich nehme den RTW in Empfang. Ja, ne? Mach den RTW. Was ist denn hier? Ja. Das macht keinen Sinn. Macht jetzt keinen Sinn. Wir müssen ihn erst ins Krankenhaus bringen. Die Beamten ermitteln, dass der junge Mann Simon Manz heißt. Während er versorgt wird, will Michael Smolik die Verletzte zu dem Verdächtigen befragen. Die junge Frau kennt den Mann und erhebt schwere Vorwürfe. Sie hat noch eine am Oberfuß, also am Gelenk. Okay. Das müssen die Chirurgen, aber tun Sie einmal Ihre Hand raus. Okay. Darf ich dich duzen? Okay. Ja. Simon Manz, kennst du den? Ja, das ist mein Ex-Freund. Der das war ist das. Ihr Ex-Freund? Ja, der Jana, du weißt doch gar nicht, ob er das gewesen ist. Mama, ich habe jetzt von dem getrennt, der war das 100 Pro. Ich glaube das nicht. Doch. Also. Doch, der war das. Wir haben hier auch einen Zettel gefunden. Ich mach dich fertig, Schlampe. Guck, Mama.
Hat er da irgendwie, der hat es versucht, es sich in den Mund zu stecken, ist dann, hast du ja mitbekommen, ins Wasser gesprungen? Ja. Aber was für einen Grund hätte er? Was für einen Grund? Ich habe mich gerade von ihm getrennt. Okay. Und er hängt total an mir und jetzt muss er irgendeine Racheaktion abziehen. Mama, es war so klar, der ist so ein Arsch. Als der Herr Manns dann erst versorgt wurde, sind wir nochmal zu der Geschädigten hin, um eben nochmal weiter zu fragen, was jetzt Sache ist. Sie meinte, sie ist sich wirklich sicher, dass er eben der Täter ist, weil sie hat mit ihm Schluss gemacht. Er ist mit der Trennung nicht klargekommen, hat sie ständig angerufen, ist damit nicht klargekommen, dass sie nicht zurückgeschrieben hat und so weiter. Die ganzen Beziehungsprobleme eben. Und da ist natürlich klar, liegt natürlich nahe, dass er der Täter ist. Ich würde Sie bitten, dass Sie heute Nachmittag bei uns nochmal zur Dienststelle kommen. Und wenn Sie zu Hause geschaut haben, dass Sie das mitbringen, damit wir das vergleichen können. Entschuldigung, das heißt, der Fall ist jetzt eigentlich recht klar, ne? Tun Sie uns einen Gefallen. Wir möchten unsere Arbeit hier ganz in Ruhe machen. Und wir kommen auf Sie zu. Sie kommen heute Nachmittag zur Dienststelle. Und dann klären wir das mit Ihnen auch. Aber hier mit Ihnen jetzt bitte nicht mehr. Ist das okay? Ja, ja. Danke sehr. Dankeschön. Also Straftatbestand ist natürlich Körperverletzung. Weil derjenige natürlich billig in Kauf nimmt, dass die Leute, die öffentlich im Schwimmbad sind, sich daran verletzen. Schauen Sie auch bitte danach, dass hier wirklich alles nochmal dann gereinigt wird. Und alle Scheren auch im Wasser. Dann liegen Scheren im Wasser. Sobald der Herr Manns wieder transportfähig ist und ihm es soweit gut geht, wird er hier auf der Wache bei uns vernommen. Wir werden ihn dazu zu der Tat natürlich Fragen stellen und versuchen, die Tat aufzuklären. Wir sehen uns, wenn Sie wieder verarztet sind, kommen Sie zu uns. Ja? Vielen Dank. Die Beamten stellen den Drohbrief sicher. Sie haben noch nicht gerichtsfest bewiesen, dass der Ex-Freund der Verletzten wirklich der Täter ist. Nachdem sowohl das Opfer als auch der Verdächtige im Krankenhaus behandelt wurden, will die Kripo die beiden auf der Wache vernehmen. Die tiefen Schnittwunden der jungen Frau müssen noch verheilen. Folgeschäden wird sie wohl nicht davontragen. Dann geht's hier. Zu besser. Ich war das nicht, weißt du, ich hab die Frau, kennst du diese Blonde da mit den langen Haaren, die Große? Ja. Die hat sich mit diesem, so ein kleiner Radikal, die haben sich gestritten und dann hat der so ganz böse Worte so in den Kopf geworfen und das war nie, das muss er gewesen sein, das tut mir einfach so leid. Also der Simon Manns, der wurde zu dem Zeitpunkt, als wir ins Büro gingen, gerade in die Wache geführt und sie trafen aufeinander und ich glaube, dass er in der Zeit, wo er im Krankenhaus war, selber über seine Geschichte nachgedacht hat und was er eigentlich gemacht hat. Mike, Familie Kreuz ist da. Ja, hallo. Ich habe auch Herrn Simon, den wir aus dem Wasser gefischt haben, mitgebracht. Der ist ganz friedlich. Die ermittelnden Polizeibeamten nehmen zunächst die Aussage des mutmaßlichen Täters auf. Also, ich bin ins Schwimmbad gegangen, weil ich weiß halt, dass die Dana halt immer da ist mit ihrer Mutter zum Entspannen. Und dann habe ich halt diese große Blonde da gesehen, wie sie sich halt mit dem etwas dickeren Mann ohne Haare, fast keine Haare mehr, gestritten hat. Okay. Und der war halt ganz, ganz gemein zu ihr. Er hat halt gesagt, ich mach dich fertig, das wird hier alles nichts mehr. Okay. Irgendwas mit Geld war da auch, ich weiß nicht, ich war da auch nicht so dran interessiert. Hattest du schon mal beim Schwimmen reingeguckt? Ja, pass mal auf, ich hab in diesem Schwimmen mal nachgeschaut und hab da hier was ganz Interessantes gefunden. Und zwar eigentlich nichts Auffälliges. Was auffällig ist, ist ein Silas Brenner. Was der ist hat das für ein Silas Brenner. Silas? Genau. Das war der Name, 100%. Weil das der hat der sehr, sehr viele auffällige Kommentare in dem Forum gebracht. Ich habe mal nach dem Schlagwort Thermalbad Duisburg geschaut. Und was mir da aufgefallen ist, war eine Person, die wirklich sehr auffällige Beiträge in dem Forum einfach geschrieben hat. Das Thermalbad ist dreckig, es sind Keime dort drin und so weiter. Also wirklich 10, 20 Kommentare, grob geschätzt, von einer einzigen Person. Und das war sehr, sehr auffällig. Steht da noch mehr drin, irgendwie, wo der wohnt oder so? Hat er irgendwie einen Codenamen eingegeben? Das kriegen wir in dem Forum, da hat er ja alles angegeben. Kriegen wir ja raus. Du hast mir den Gefallen, gehst du runter, guckst du mal im PC unten nach und recherchierst mal und lädst und den vor, dass er kommt. Ja. Wieder ganz nett. Okay, bis gleich. Danke. Ja, das ist ja mal ein Anhaltspunkt, oder? Wäre zumindest mal eine Möglichkeit. Ja. Das müsste ja gewesen sein. Ja. Die haben sich so gestritten. Okay. Also, dann hat er noch diesen Zettel da in der Umkleide gelassen, in der Herrenumkleide. Ja. Ich nehme mal stark an, dass das war der Zettel von ihm, oder was? Ja, genau, den ich da halt ein bisschen. Warum haben Sie den denn geschluckt? Na, ich bin halt hochgegangen, weil ich wollte ihn halt der Polizei zeigen. Ich wusste halt, dass sie im Haus sind. Und dann sah ich sie halt, wie sie da bluten lag. Und das sieht halt alles dann falsch aus, wenn ich den Zettel hab, wo halt draufsteht, ich mach dich fertig. Die Beamten haben das Opfer gebeten, eine Schriftprobe ihres Ex-Freunds mitzubringen, um diese mit dem Drohbrief zu vergleichen. Und bemerken deutlich unterschiedliche Schriften.
Aber den Brief müssen wir behalten, der wird trotzdem eingeschickt, damit wir nachher vergleichen können und ausschließen können, dass es nicht eine Schrift war. Und damit fiel er als derjenige, der den Brief geschrieben hat, aus. Das heißt, diese Bedrohung kann er nicht geschrieben haben. Und wir haben ihm auch nicht die Scherben zugetraut, weil ich konnte uns nicht vorstellen, dass er nur wegen einer Liebesgeschichte jetzt ein ganzes Schwimmbad im Grunde genommen damit schädigt und auch andere Leute schädigt, denn das sind auch andere Baden, es waren nicht nur seine Freunde. Dann schauen wir mal, dass die Kollegen Silas Brenner da erreichen. Ja. Und dass wir den dann vernehmen. Ich würde sagen, dass wir dann auch eine Vernehmung mit ihm am besten machen. Die Vernehmung mache ich mit ihm gleich drüben, dann bringe ich ihn gleich raus. Müssen wir hier noch irgendwie... Ich unterhalte mich noch kurz mit denen und die können dann eigentlich... Dann auch. Runter ist ja eigentlich alles geklärt. Herr Manns, dann gehen wir beide mal rüber in den Vernehmungsraum. Ja. Da wird es ein paar Minuten dauern, bis wir das alles aufgeschrieben haben und zu jedem einzelnen Faktor. Ja? Ich war das echt nicht. Also, ja, ich habe überhaupt kein Motiv. Ich glaube ihm das sogar. Klaus Schäfer befragt den jungen Mann. Michael Smolik will indessen herausfinden, ob das Opfer ihre vorläufige Einschätzung teilt, dass Simon Manns eher aus dem Kreis der Verdächtigen auszuschließen ist. So, wir sind hier eigentlich soweit fertig. Das behalten wir erstmal, wie gesagt. Was mich interessieren würde, haben Sie was von dem Streit, von der Frau, der Besitzerin, irgendwas mitbekommen? Ich habe gar nichts gehört. Die Beamten schließen die Befragungen von Opfer und Verdächtigem ab. Inzwischen wurde der Beschuldigte Silas Brenner auf die Wache vorgeladen. So, junger Mann. Also, wie gesagt, wir glauben Ihnen das jetzt tatsächlich. Auch das mit dem Schriftstück und so. Als wir mit der Vernehmung fertig waren vom Herrn Manns, sind wir dann runtergegangen zu den anderen. Dort hat der Herr Manns dann den Herrn Brenner erkannt. Vor allem hauen Sie nicht ab, wenn Sie die Polizei sehen. Das ist nicht so, nicht so intelligent. Die Beamten haben auch die Schwimmbadbetreiberin vorgeladen. Klaus Schäfer und Michael Smolik erfahren jetzt, der neue Verdächtige ist ihr Cousin. Ich bin mir ganz sicher, dass das irgendein Missverständnis ist. Bestritten. Und er war das 100% mit den Scherben. Herr Brenner, verhalten Sie sich mal ruhig hier, okay? Einmal kurz nur zur Seite. Jetzt hier nicht reinpacken. Der Kollege hat dann den Herrn Brenner nach Personalien durchsucht. Dort haben wir dann eine Einkaufsliste gefunden. Und da haben wir dann sofort erkannt, dass das identisch mit dem Drohbrief ist. Also das haben wir wirklich gleich erkannt, weil wir haben das in dem Brief so oft angeschaut. Was ist das? Das ist nur ein Einkaufszettel. Guck mal auf die Schrift. Ganz interessant. Ganz interessant. Herr Brenner. Ja. Also das ist jetzt sehr auffällig hier. Einmal diese Schrift, die erkenne ich eigentlich so oft, wie ich das Schriftstück jetzt schon angeschaut habe, blind. Einmal Brenner hier. Dann verhalten Sie sich hier widerspenstig gegenüber uns. Er wollte jetzt gerade abhauen. Das sind alles Indizien für uns. Und was war das für ein Streit? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und was war das für ein Streit? Worum ging es? Es kommt schon mal vor, dass man irgendwelche Differenzen hat. Aber es ist eigentlich alles in Ordnung. Und wieso kommt das Schriftstück gerade daher mit der Bedrohung? Was hat er gemacht? Erzählen Sie es. Irgendwann müssen Sie mal rauskommen. Sie haben doch über Geld geredet, sagen Sie es doch. Ja, das war halt immer mein großer Traum mit der Therm. Und vor 3 Jahren hat er mir 30.000 Euro geliehen. Und ich kann das halt nur nach und nach zurückzahlen. Also hat er ihn gedroht, weil er das Geld wieder haben wollte? Ja, wir haben deswegen einen Streit gehabt. Okay. Deswegen hat er dann auch wahrscheinlich die Forenbeiträge da geschrieben, wo er behauptet, dass das Schwimmbad hier Keime hat und unsauber ist und so weiter. Wieso haben Sie die Glasscherben ins Schwimmbad gepackt? Hättest du mir das Geld zurückgegeben, hätte ich das alles nicht gemacht. Aber ich habe dir doch erklärt, dass ich das nicht sofort zurückzahlen kann. Du weißt, wie es mit der Therme läuft. Du weißt, was ich für hohe Personalkosten habe. Das ist alles Blödsinn. Du hast doch Kohle genug. Ich habe so hohe Personalkosten. Das Geld das kommt die Personalkosten. Du musst mal besser auswirtschaften. Frau Zöllner hätte in früherem Stadium über ihre eigene Situation einfach mal nachdenken sollen und sagen sollen, da komme ich nicht raus. Ich muss eine Selbstanzeige machen. Und hätte dann bei der ersten Bedrohung oder Erpressung von ihrem Cousin gleich Anzeige erstatten sollen. Also das ist eine sehr dumme Idee gewesen. Hat er noch mehr Drohungen gegen Sie ausgesprochen? Oder war das die einzige? Ist da noch mehr? Nicht. Jetzt können Sie es sagen. Ja, wie gesagt, mit meiner Therma läuft es nicht immer so ideal. Und ich kriege nicht das Geld immer so, wie ich es mir gedacht habe. Und deswegen habe ich bei der Steuererklärung mich alles angegeben. Also haben Sie Steuern hinterzogen? Ja, ein bisschen, ja. Das war das Druckmittel, damit Sie jetzt Ihr Geld wiederbekommen. Ist das richtig? Ja, ich hoffe ja mal, dass das Geld irgendwie wiederkriegt, aber hat ja nicht funktioniert. Der Herr Brenner hat sich sehr viel zu Schulden kommen lassen. Zum einen eine gefährliche Körperverletzung
wenn die Dame dauerhaft geschädigt bleibt, sogar eine schwere Körperverletzung, dann Bedrohung gegenüber seiner Cousine und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem wird er sich zivilrechtlich gegen der Geschädigten natürlich vor Gericht nochmal auseinandersetzen müssen, weil die wird Schmerzensgeld einklagen. Dann haben wir wenigstens hier ein kleines Happy End und wir kümmern uns dann auf jeden Fall noch um den Herrn Brenner. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Der Täter muss mit einer Haftstrafe rechnen. Seine Cousine wird wegen Steuerhinterziehung belangt werden.